Ja Leute, es ist wieder soweit. Wir haben etwas ganz Besonderes und zwar ein neues Display, um genau zu sein, Smashers. Und ja, der Name passt ziemlich, finde ich, denn die Monster hier drin haben zum Teil sehr hohe Angriffspunkte. Aber wir gehen Stück für Stück ein. Wie immer, ich kenne nicht alle Karten aus diesem Set, bedeutet, ja, ein paar Überraschungen werden für mich dabei sein. Aber was ich weiß, hier sind Collectors Rares drin und ich hoffe, ich ziehe eine. Allgemein finde ich immer schön solche Sets. Es ist wieder ein Set, wo eben drei Archetypes drin sind. Wir sehen sie ja auch schon, 1, 2 und ist das, gehört ja zu denen, glaube ich, ne? Drei Archetypes. So viel ist sicher. Das weiß ich auf jeden Fall. Und wir werden hier halt eben einige Karten drin haben. In Collectors Rare. Ich habe eine ganz, einen ganz heißen Tipp. Und zwar, eventuell ist es Landform. Aber ich weiß es halt natürlich nicht. Aber Landform ist hier drin. Und dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken, ne? Was wir dann hier eben dementsprechend so ziehen. So. Und zwar, wir fangen an hier. Muss noch mal erstmal so reinzoomen. Ne? Muss so ein bisschen reinzoomen. So, und Mikrofon auch nochmal. So, dann haben wir es. Wir fangen an mit dem ersten Archetype. Und der erste Archetype ist quasi so eine Art, ja, ich würde es ja fast sagen Zombie, aber das ist eben falsch. Es sind eben kein Zombie-Archetype, sondern sie sind verschiedene. Sie heißen eben Mementod. Ja, genau. Das sind alles alte Karten, die quasi aussehen halt eben wie Zombies, sind aber eben keine Zombies. So, dann haben wir Nachschubstrupp. Gute Karte, Babuska, auch natürlich ein heißer Favorit für eine Collectors Rare. Beschwörungsmönch, ich vermute mal auch ein Favorit. Da wusste ich gar nicht, dass die Karte drin ist. Was, kann nicht durch Kampf zerstört werden, solange du ein anderer Monster kontrollierst. Kein Spieler kann offene Zauber und Feiern, die du kontrollierst, als hier für Karteneffekte wählen. Ja, okay, ganz interessant. Ist Pflanze Stufe 4 Erde? Okay. Kam jetzt überraschend für mich. Schwerkraft Erdrutsch, eine interessante Karte. Definitiv ist hier eben drin. Und wir haben direkt hier eine Zauber Ultra Rare. Und zwar, das ist der Archetype. Genau, das ist auch jedenfalls ein neuer Archetype und der basiert darauf eben, dass Monster in die Zauber- und Fallenkartenzone gelegt werden als permanente Fallen. Das ist eine sehr interessante Mechanik und sie sagt eben, lege ein Themenmonster von deinem Deck als offene permanente Falle in deine Zauber- und Fallenkartenzone. Sehr interessanter Effekt, ist sehr interessant allgemein. Dieser Archetype bin ich gespanntesten drauf. Funktioniert mit Synchro-Karten, also geht und dann noch auf Synchro und spielt eben damit, ihre Monster in die Fallenkartenzone zu packen. Also sie sind halt Fallen, Zauber- und Fallenkartenzone natürlich. Und dann eben dementsprechend Effekte, wie sie selbst spezial beschwören oder ähnliches. Dann haben wir hier, ja, Geisterschwester, auch ein Collector's Rare-Anwärter. Und hier sehen wir wieder den hörnigen Drachen. Sieht natürlich aus wie der dreihörnige Drache, soll er quasi indirekt auch sein. Nur er sieht halt eben aus, als wäre er ein Zombie, ist aber noch ein Drache. Wichtiger Aspekt. Und das Besondere bei diesen Karten ist, dass sie immer die Effekte haben, dass sie irgendwie sich selbst zerstören oder andere Karten auf dem Spielfeld zerstören. Auf jeden Fall will man eben viele verschiedene von ihnen selber in den Friedhof bekommen, um dann eben ihr Bossmonster beschwören zu können. Denn ihr Bossmonster, das ist auf jeden Fall ein Boss. So viel kann ich sagen. Oh, Oberster Todfeind ist hier drin. Sehr interessant. Haben wir ja auch jetzt in einem anderen Turnierdeck gesehen. Von daher, super nett hier drin. Vielleicht eine Collectors Rare wäre sehr interessant. Hier, wie gesagt, sind die Effekte. Ja, war, glaube ich, sehr interessant, ne? Und zwar, genau. Während der Main Phase, falls du Dings kontrollierst, Quick Effect, du kannst die Karte abwerfen. Für den Rest des Spiels kann dein Gegner Monster kontrollierst, nicht als hier für Karteneffekte wählen. Das ist nicht der. Es gibt nämlich einen, der auch Kontrolle übernehmen kann. Aber er sagt eben nicht targeten. Only be one. Und dann haben wir ebenfalls den dritten Archetype. Und dann sind wir auch vollständig. Und was sagt der? Naja, man sieht schon, es ist ein Pendel-Archetype. Und das Besondere ist, sie selber, aber auch die andere, ist schon Full-Scale. Denn sie sagen immer, du kannst den Effekt in der Hand aktivieren. Dann kannst du eine Karte abwerfen und sie und das Gegenstück in die Pendelzone packen. Und dann haben wir eben 3 und 5. Das heißt, wir können im Level 4 Monster Pendel beschwören. So funktioniert die Mechanik. Und die haben noch Effekte mit Zählmarken, denn die haben noch Fähigkeiten mit Zauber und Fallen, durch Zauber und Fallenkarten Lebenspunkte kriegen oder verlieren. Und dann aktivieren sich eben unterschiedliche Effekte. Ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall, weil man eben sehr schnell eben die Pendel Scales voll hat. Für 4 natürlich nur, muss man bedenken. Aber dann eben dafür das hat. So, Foolish ist hier drin, da wusste ich auch nicht. Sehr nice. Schutzengel, Ruf der Gejagten, kannte ich nicht. Mechalord, wusste ich auch nicht, aber ist hier drin. Dann haben wir Licht und Dunkel, Demeter Drache und erhebe dich.
Ja, hebe dich. Und da haben wir auch schon die Field Spell eben von dem Archetype, der eben permanente Fallen macht. Und sie sagt nämlich folgendes: Falls eben ein Centurion-Monster, also sie selber, spezialbeschworen wurden, kannst du sofort, nachdem das passiert ist, eine Synchro-Beschwörung durchführen. Und das ist unglaublich stark, weil man darf nicht vergessen, dass eben die Monster, ich weiß gar nicht, finde ich jetzt so schnell ein Monster? Nee, ich habe noch gar kein Monster von denen gezogen. Wenn du nämlich ein Monster von denen halt in der Feinkarnzone hast, ist sie eine permanente Falle. Und permanente Fallen sind Fallen und Fallen können gegen das Spielzug aktiviert werden. Dementsprechend, ist der Effekt natürlich komplett sinnvoll, weil wir beschwören was und können dann sofort eine Synchro-Beschwörung durchführen. Ist also super gut. So, und wenn ich weiter so viel erzähle, kommen wir hier einfach nicht voran. Oh, wusste ich auch nicht, dass hier drin ist. Sumpfgott hat drin. MacLord, ich glaube, alle MacLords, die hier drin sind, macht irgendwo Sinn, weil wir haben ja auch ein Synchro-Architektur. Okay, das kommt jetzt überraschend. Losgekettete Seele hier drin. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Landform nochmal. Only be one. Und da haben wir das Link-Monster, was zum Pendel passt. Sie sind zwar Link 1, wirkt also, dass man sie sehr leicht beschwören kann. Ist aber nicht so. Denn wir können sie nur beschwören, wenn sie 3 Zähler hat. Also wenn einer das Geld, sie oder die andere, 3 Zähler hat. Und die Zähler kriegen sie halt nur durch Lebenspunkte Erhöhung oder Lebenspunkte Verminderung. Heißt, wir brauchen 2 von Fallenkarten, die im Lebenspunkte erhöhen oder vermindern. Dann macht das natürlich Sinn. Dann kriegen wir einen Counter und dann haben wir 3 da drauf und dann können wir ihn beschwören. Dafür haben die halt sehr mächtige Effekte, denn ist er da? Ich weiß gar nicht. Ist er da? Nee, er ist, glaube ich, nicht der. Warte, ich muss eben gucken. 3 Zähler. Ah, genau. Genau. Die kann nur sich selbst durch Kampf und Zerstörung schützen. Das andere Link 1, das ist auf jeden Fall keine Maschine, denn sie sind Unterwäldler. Okay, lassen wir das Ganze. Da haben wir eine Fallenkarte. Wenn wir, wie gesagt, das Thema, wenn wir das Bossmonster haben, können wir 2 Karten zerstören. So eine ist ganz nett. Künstlerkumpel, auch gut. Und das ist die permanente Falle, die war. Genau, hier kannst du 1000 ATK mindern lassen und dann nehmen wir es mal an. Engel von Sarah, wusste ich auch nicht, dass hier drin ist. Und, nicht ein Collector's Rare leider, aber hier haben wir eben für den Pendel-Archetype Lebenspunkte. Denn, falls du kein Themeneigenen kontrollierst, in der Zone hast, dann darf der Gegner aussuchen, welchen Effekt aktivierst. Falls wir das haben, können wir aber was aktivieren. Du hältst 500 Lebenspunkte. Wie gesagt, du hältst 500 Lebenspunkte, ist so ein Ding halt, ne, weil wir brauchen das ja für die Counter. Kannst die obersten Karten deines Decks ausgraben, bis du eben eine themeneigene Karte ausgibst. Den Rest mischst du ins Deck. Sehr gut. Such dir also sofort eine. Natürlich ist ärgerlich, wenn wir schon die Pendelzone haben und wir decken damit ein Monster auf. Ist ärgerlich. Wir wollen natürlich eine Zauberfalle, aber wir können ja auch das zweite aktivieren. Und zwar du hältst 500 Schaden. Dann kriegen wir auch einen Counter auf der anderen Scale nämlich. Und dann kannst du eben eine themeneigene Karte vom Deck auf den Friedhof legen. Und da können wir dann eben was mit machen. Ne? Von daher, definitiv keine schlechte Karte und hilft natürlich eben, wie gesagt, die Zähler zu machen. Wusste ich auch nicht, dass sie drin ist. Hier, wir haben ja auf jeden Fall diverse Synchro-Karten halt drin. Only be one und da ist die Fallenkarte eben ebenfalls für einen. Ist schade, weil ich möchte eigentlich gerne mehr Monster davon sehen, aber let's go. Landform. Oh, Christian ist hier. Was? Christian ist hier drin. Okay. Super starke Fee. Brauche ich nicht drüber reden. Ne? Ist, glaube ich, jedem bekannt. Super starke Fee. Und da haben wir die andere Scale. Jetzt haben wir beide komplett. Sie sagen halt beide, du kannst halt eine Karte abwerfen. Also sie wollen eine Karte abwerfen und kannst dann das Gegenstück in die Scale legen. Und das kann sie auch. Das heißt, wir spielen 6 Karten, die halt eben sagen, ich bin komplette Scale. Und das war ja gar nicht ihn, ne? Ich meine, eine Zauberfalle von denen sucht auch noch. Also wir haben 9-mal komplette Scales. Das ist so gut. Das ist sehr, sehr gut. So. Oh, dunkle Aufrede ist ja drin. Hier sind. Das ist doch eine Collector's Rare. 100%. So, Terrazin auch interessant. Jetzt sind Karten drin, von denen ich gar nicht wusste, dass sie drin sind. Aber das ist ja genau das, was ich immer für ein Erlebnis habe. Wo viele gar nicht glauben, dass das stimmt. Genauso das hier. Woher soll ich das denn wissen? Da haben wir auch schon dann die Field Spell für die Karten, die man halt immer reinlegen darf. Weil, wie gesagt, man zerstört ja mal etwas von sich selber und denkt man sich, wofür? Naja, sie sagt, dass wir eben dann auch einen der Zerstörten wieder spezial beschwören können. Ist also sehr gut. Bedeutet also, passt natürlich perfekt zu dem Archetype rein. Und hier haben wir das Link 1 Monster, was anders mächtig ist. Denn sie sagt natürlich auch, dass sie nicht Link beschworen kann.
Außer du kontrollierst eben eine Panel Scale, also eine von denen, mit drei Zählern. Das heißt, wir müssen halt erstmal schaffen. Dann können wir sie aber ganz einfach beschwören, weil sie Link 1 ist. Ne? Das ist ganz simpel. Und dann sagt sie nämlich Folgendes. Du kannst sie halt eben nur beschwören. Ich muss zu dich rangehen, weil ich habe eine andere Perspektive. Falls sie gerade als Link beschworen wird, du kannst die dein Gegner kontrolliert bis zur Anzahl der Zählmarken in einer Panelzone wählen, zerstöre sie. Wir brauchen aber, um sie zu beschwören, 3. Heißt also, wir können, wenn wir sie rufen, 3 Monster zerstören. Und dann, du kannst 3 Zählmarken von Panelzonen entfernen. Diese Karte kann bis zu 3-mal angreifen in der Battle Phase. Heißt, wir beschwören sie. Es klingt echt zu krass, ne? Wir beschwören sie, zerstören 3 Monster und dürfen 3-mal angreifen. Ist leider nur 7500 Schaden. Ist noch nicht komplett das Duell vorbei. Aber irgendwie Monster kriegen wir ja wohl noch raus. Ich meine, es ist ein Panel-Deck. Wir können dann auch paneln. Also von daher müsste das ja durchaus möglich sein. Oh, kolossaler Kämpfer wusste ich auch nicht, dass er hier drin ist. Interessant. Rotfight ist auch wieder sehr neu. Und wieder die 4 Spell. Also ich finde das Link-Monster. Also ich finde, es ist gar nicht so einfach, das rauszukriegen. Ne? Aber wenn man das mal rausgekriegt hat, dann aber... Hollard, das wusste ich auch nicht. Was kommt aus Erwachen? Wähle eine Zauberfallenkarte oder ein Monster-Effekt-Aktivierung wird. Lege ein offenes Monster von einer Zauberfallenkarte auf den Friedhof an, lege Aktivierung. Falls du dies tust, zerstöre jene Karte. Ja, super gute Karte, würde ich sagen. Ne? Ist sogar, ja, hat den Namen des Themas in der Karte. Nee, okay, jetzt komplett raus, egal. Sie ist suchbar. Das ist mein Call hier. Aufrichtig, okay, wir haben beide drin. Ja gut, ne? Wir haben ja viele Feen und dann dachte man sich jetzt, ja, packen wir Feen hier rein. Passiert. Oh, wir haben wieder eine mit Lebenspunkte kriegen. Wie gesagt, der Gegner kann wählen, falls wir keine kontrollierende Pendelzone. Falls doch, er hält 500 Lebenspunkte und falls du dies und dann, falls du ein Monster in deiner Friedhof hast, kannst du das Spezialbuch beschwören und dann können nochmal, ey, ich muss mal ganz ruhig. Falls du Monster in deinem Friedhof hast, die als Spezialbeschwörung beschworen werden können, bestimmt dein Gegner einen davon und beschwöre es als Spezialbeschwörung. Oder 500 Schaden. Du kannst deiner Hand ein Monster der Stufe 4 von deinem Friedhof hinzufügen. Sie addet halt, aber wie gesagt, es geht vor allen Dingen halt eben, dass die Lebenspunkte hier gegeben werden. So, erste Hälfte ist rum. Und wir müssen jetzt hier wirklich mal ein bisschen schneller werden, weil okay, gleich wird es schneller. Während der Main Phase, welcher war das? Genau, das ist das, was ich vorlesen. Ich wollte nicht die Goblin vorlesen. Ich wollte den Stab vorlesen, denn er sagt, während der Mainphase deines Gegners, falls du eben das Bossmonster kontrollierst, Schnelleffekt, du kannst dich gerade abwerfen und dann ein offenes Monster von deinem Gegner wählen, also die Kontrolle übernehmen. Einfach Überläufer gegen den Spielzug ist dann doch sehr nice. Sehr, sehr nice. Definitiv. So, weiter geht's hier. Magische, aufrichtig. Christia, Synchro und So, also ich muss ja hier ein bisschen schneller werden, ne? Also, manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche wirklich zu lange. Was sagt ihr? Rede ich zu viel? einfach wenig. Nochmal. Link 1 hier. Einfach weniger reden. So, dann machen wir den nächsten Pack. Guck mal, jetzt haben wir ein gutes Tempo drauf hier. Hund, Todfeind und Only Be One. Und dann haben wir hier noch eben Verbindung. So, weiter geht's hier. Weiter geht's. Landform. Sehr gut. Hier, Schutzgeist, Mannschaft. Und, Primera. Name ist auf jeden Fall Programm. Stufe 4 Empfänger Hexer ist halt super gut. Solange diese Karte eine permanente Falle ist, können Thema einer Monster Stufe 5 oder höher, die du kontrollierst, nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Ist sehr gut, ne? Also kann aber nicht zerstört werden. Und natürlich, wie sagt sie selber, du kannst jeden der vorherigen Effekte von ihnen einfach verwenden. Falls diese Karte normale Spezialbeschwörung wird, du kannst deine Hand eben eine themeneigene Karte von deinem Deck hinzufügen, außer sie. Zusätzlich kannst du den Rest des Spielzugs sie selber nicht mehr als Spezialbeschwörung beschwören. Was vollkommen fein ist, wie gesagt, sie sucht uns eben zum Beispiel die Feedspell oder ähnliches. Das muss man zur Seite gehen. Was natürlich cool ist. Artwork, auf jeden Fall 10 von 10. Weiter geht's hier. Berserker, Mönch. Oh, wir haben eine Collect. Wir haben eine Collector's Rare. Wir haben eine Collector's Rare. Ich habe schon gesehen. Wir haben eine Collector's Rare. Babuska, welche Collector's Rare? Ey, ich sag's ja, ne? Ich zieh nie eine Starlight Rare oder ähnliches. Aber Collector's Rare, die kann ich ziehen. Und es ist. Oh! Es ist das Synchro-Monster von ihnen hier. Sie ist auch sehr mächtig, denn sie sagt Folgendes. Erstmal hat sie 3500, was echt stark ist. Und zwar, deine Monster mit 2000 oder weniger TK können nicht durch Kampf zerstört werden. Ist schon mal ein netter Effekt, ne?
Du kannst jeden der vollen Effekte von ihm in einem Spielzug verwenden. Falls die Karte als Spezialbeschworen wird, du kannst eine Karte ziehen. Dann kannst du das Monster mit der höchsten ATK zerstören, das dein Gegner kontrolliert. Bei Gleichland bestimmst du eins. Während der Endphase, du kannst eben ein nicht-themeneigenes Synchromonster von deiner Hand oder Friedhof als permanente Zauber- und Fallenkarte legen. Sehr mächtig. Und jetzt müssen wir mal hier was machen. War das schon immer so in Collector's Rare? Also ihr seht es kaum. Warte mal, ich muss mal dichter ran jetzt hier. Mit dem Licht. Da. Es ist ein 3D-Effekt. Ich habe jetzt zufällig gerade nicht. Habe ich. Warte. Ich habe vielleicht eine andere. Vielleicht habe ich noch eine alte Collector's Rare hier. Warte. Muss man eben hier gucken. Wo sind denn jetzt meine Collector's Rare? Da. Doch. Das ist eine alte Collector's Rare. Also alt meine ich im Sinne von aus einem anderen Set. Hier haben wir nämlich einmal die Notfall-Teleporter. Ebenfalls in Collector's Rare. Wir haben den Notfall-Teleporter. Und na gut, okay. Der 3D-Effekt ist auch da. Ja gut, das war dann immer schon so. Aber, Leute. Rarity Collection. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Das ist die Rarity Collection. Jetzt will ich nämlich den Vergleich haben. Wir haben hier Rarity Collection. Und wir haben hier einmal die aus der Rarity Collection. Die sind aber. Das ist die Unterschiede. Jetzt erkenne ich den Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich den in die Kamera kriege. Doch, da, man sieht. Der Rand hier. Der Rand glitzert. Und hier, der Rand glitzert nicht, ist aber dafür matt. Unterschiede entdeckt und aufgezeigt. Sehr gut. Gefällt mir. So, also Highlight bei mir. Seht ihr schon mal, was hier eine Collector's Rare ist. Was es ist, wisst ihr, glaube ich, schon. Aber auch, ebenfalls nochmal ein Thema. Ich finde es sehr cool, dass die Artworks natürlich komplett an die alten Karten erinnern. Ist natürlich klar. Sollen die auch darstellen. Ne? So, weiter geht's. Todfeind, Berserker, aufrichtig, Begräbnis und Ausgewählte. Das nochmal, genau, mit 500 Lebenspunkte zahlen und nicht zahlen, auch sehr gut. Problematisch natürlich, wir wollen natürlich, dass unsere Scales eben natürlich Counter bekommen und da wäre es natürlich cool, wenn wir das alles in unseren Zug schaffen. Deswegen fallen natürlich dann für Gegner Spielzug und dann für unseren nächsten Zug. Da haben wir nämlich eine wieder, das ist die mit der Hand hinzufügen. Das sind noch nicht die andere. Die andere ist nämlich auch sehr stark, sie sagt nämlich, du kannst einfach 500 Lebenspunkte kriegen und dann einfach zwei Karten ziehen. Ich meine, muss noch eine abwerfen, aber ich meine, hallo, was ist das? Also das ist ja unglaublich stark. Und Christian und nochmal die Scale, sehr nice. Die haben wir jetzt zweimal. Wir haben Playset von der. Das ist cool. Und letztes Pack, Kaiserlich, Mac, Goblin und nochmal das Bossmonster und Ultra Web, das Bossmonster. Okay, weiter. Er hat einfach, ich meine, ihr seht es ja, ne? Er hat einfach 5000. Ich meine, ja, das ist anders krass. Also ATK ist ganz anderes Level. Er kann nicht normal spezial beschwören, kann nur spezial beschwören werden, indem du fünf andere themeneigene Monster mit unterschiedlichen Namen von deiner Hand oder deinem Friedhof ins Deck oder ins Extra-Deck zurückmischt. Ja, das heißt, wie gesagt, ne, wir müssen halt reinmischen, deswegen zerstören wir auch so oft eigene und legen die oft rein. Solange du kein anderes Monster kontrollierst, kann diese Karte alle Monster deines Gegners angreifen. Je einmal angreifen. Einmal pro Spielzug, falls ein Monster eine Karte oder einen Effekt aktiviert, außer wie in der Stem-Step, du kannst ein Monster speziell schon von deiner Hand oder deinem Friedhof beschwören. Sehr starke Karte, unglaublich stark. Sieht hübsch aus. Super. Krass. Einfach die letzten Karten sind quasi dann auch schon die Highlights für mich. Wir haben das Bossmonster, wenn du Collector's Rare, wenn mir sehr gefällt, dann haben wir hier halt, wie gesagt, nochmal die Scale. Wir haben, finde ich auch sehr nett. Dann haben wir Link, dann haben wir hier, das war sehr interessant, dann haben wir hier Schwur direkt gezogen. Super gut. Schwur war auch nicht mit Ziehen, ne? Wir haben die leider mit Ziehen nicht gezogen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich mich da überhaupt nicht beschweren. Wir haben Collector's Rare gezogen, wir haben das Bossmonster gezogen. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ja, Leute, das war's dann hier von diesem Opening. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich hoffe, der Vergleich war auch ganz nett, mal zu sehen, wie halt eben die Collector's Rare jetzt hier aus so einem Set aussieht und nicht aus der Rarity Collection. Von daher wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer. Viel Spaß beim Duellieren.